Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt, hinter der Kamera und vor der Kamera Reto Rohner, Naturfotograf und Schöpfer des Blumenkalenders. Hier, Reto, geh mal ein bisschen auf die Seite. Hier sieht man den Zugang zu seinem Atelier, vollgestellt, voll gepfercht mit Pflanzen und Blumen. Und was ist da auf der Fenstersims, Reto? Das ist eine Gewürzrinde, eigentlich eine Kübelpflanze, eine Südländerpflanze, die jetzt aber neu, in sehr kompakter Art, eine Neuzüchtung, die nächstes Jahr auf den Markt kommt. Unser Thema jetzt für dieses Video ist, was für ein Equipment braucht so ein Profifotograf wie du, um diese wunderschönen Großaufnahmen von Blumen und Blüten, die auch den Blumenkalender kennzeichnen, zu fotografieren? Also das Wichtigste ist das Auge. Man muss die Bilder sehen, bevor sie gemacht sind. Das ist das Entscheidende. Das Zweite ist, man braucht ein gutes Makroobjektiv. Das heißt, das sind Objektive, die einen relativ langen Schneckengang haben. Was heißt Schneckengang? Das möchte ich jetzt gleich demonstrieren. Also die... Moment mal. So. Umstellen. So, jetzt sieht man das relativ gut. Also wenn man da am Objektiv dreht, sieht man, dass diese ganze Linsengruppe nach vorne kommt. Mhm. Und deshalb kann man mit diesen Objektiven sehr nahe rangehen. Man muss ja relativ nahe dran sein, dass es eben vernünftig groß abgebildet wird. Ich bin jetzt auf etwa 20-25 cm Distanz zum Objekt. Und das zeigen diese Makroobjektive aus. Man kann also viel näher rangehen ans Objekt als bei den Normalobjektiven. Und es gibt natürlich Unterschiede. Es gibt solche Makroobjektive als quasi Normalobjektive und dann gibt es auch beispielsweise eben kleine Teleobjektive, die dann etwas länger gebaut sind, wo man trotz der gleichen Größe, Abbildungsgröße, die man hat, einfach etwas mehr Distanz zum Objekt hat. Also sozusagen einen Weitschuss machen kann, sozusagen, oder? Sozusagen, ja. Jetzt eine Frage, die vielleicht unsere Zuschauer auch interessiert. Früher gab es ja bei den Computern die Frage nach Apple und Microsoft. Wie ist das mit den Kameras? Was wird da wirklich gebraucht? Was brauchst du? Auf was stehst du? Also am beliebtesten in der Schweiz ist natürlich, sind Canon und Nikon. Canon vor allem der Tierfotografie, wo es schnell gehen muss. Ich stehe seit Jahren auf Sony. Beziehungsweise haben wir mit Minolta begonnen und dann eben auf Sony geswitcht, weil Minolta verkauft wurde. Und natürlich auch ein wenig Nikon dazu. Also ich pendle immer wieder zwischen den Marken. Entscheidend ist, wie ich gesagt habe, das Auge und nicht unbedingt die Kameramarke. Die ist aus meiner Sicht ziemlich sekundär. Also eben, wenn das Equipment mal auf einem bestimmten Niveau ist, ist das Wichtigste das Auge des Fotografen. Genau. Herzlichen Dank, Reto Rohner.